Sieht gut aus. Hoffentlich lässt sie sich steuern. Ja, das hoffe ich auch. Gucken wir einfach mal. Der Richtige ist noch an Bord. Jebediah. Bisschen doof und ein bisschen mutig. Was ist mit den roten Festhaltedingern? Die habe ich leider noch nicht erforscht. Genauso wenig wie wir Licht erforscht haben, aber ins All wollen und Leitern kennen wir auch noch nicht. Ja, das Forschungssystem ist sehr interessant. So, SAS an. Schub kann eigentlich aus. Ressourcen an, Stage only. Das wackelt wie Hölle. 3, 2, 1. Schub an zum Kurs korrigieren. Also der Start ist schon mal nicht so schön. Wir machen währenddessen ein paar Tests. Senden. Science Boy. Senden. Mystery Goo. Senden. Crew Report. Senden. SAS aus. Versuchen das Ganze auf die Mitte zu bringen. Und hier SAS wieder. Schleudern ist nicht schön. Ich versuche mal gegen zu steuern. Jo. Oh. So. Erste Atmosphärenschicht raus. Wir sind ein wenig stabiler. Neue Forschung. Weil wir jetzt eine Atmosphärenschicht höher sind. Schicken. Schicken. Also Mystery Goo in der untersten und mittleren Schicht können wir schon mal knicken. Das macht keinen Unterschied mehr. So, SAS aus. Wir wollen weiter kippen. SAS an. Gucken, was die Apoapsis sagt. Apoapsis sagt 32.000. Muss wesentlich mehr werden. 36.000 machen mehr Schub. Ja, jo. 40.000. 41.000. Sobald das 60.000, 70.000 rum ist, gebe ich kurz im Schub runter, warte und orientiere mich neu. Und bin in eine vollkommen falsche Richtung geflogen. Aber egal. So, 63.000. Hier. SAS aus. Wir sind in der dritten Atmosphärenschicht. Einmal für die Forschung. Einmal für die Forschung. Einmal für die Forschung. Apoapsis ist in 50 Sekunden. Wird knapp mit Sprit. Ja, kann sein. Schub an. Wir fliegen jetzt einen ziemlich konfusen Kurs, aber ich behalte den Kurs bei. Wenn ich jetzt wieder umschlagen würde, dann müssten wir zu viel Sprit aufwenden, um den Kurs zu ändern. So, mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub. Strom baut sich wieder auf. Wenn auch nicht ganz so schnell. Apoapsis ist bei 70.000 rum, also schon fast im All. Apoapsis kommt näher, ist okay. Ne, geht wieder weg. Also ist von 35 auf 36 gesprungen. Das heißt, wenn wir jetzt so weiter brennen, haben wir eine Umlaufbahn. Wenn auch eine sehr skurrile. Und da ist unsere Flagge. Jebediah, was ist die? So, 74.000, ist alles gut, ist alles gut. Treibstoff noch bei 30% und wir sind im All. Sehr schön. 78.000, 80.000. Schub aus. SAS aus. Hier so hingehen. SAS an. Warten, bis die Apoapsis so 10 Sekunden vor uns ist und dann geben wir Schub und hoffen, dass die Apoapsis auf einem stabilen Abstand von uns bleibt. Warp ich mal ganz kurz. Weep. So. Und Schub. Volle Kanne. Die explodieren noch nicht, die Dinger, oder? Es waren erst die Großen, die explodieren. So. Stage ist gleich alle. Jetzt nämlich. Hoffen wir mal, dass das kleine Ding das auch reißen kann.
Müsste es aber eigentlich, weil das ganze Ding nicht so wirklich viel jetzt mehr wiegt. Das Schwere haben wir schon abgesprengt. So, Strom. Strom baut sich nicht mehr auf, weil wir jetzt noch das kleine Ding haben. Das ist schade. Das heißt, wir machen jetzt noch... SRS erzeugt Strom? Was zur Hölle? Der Chat ist gerade widersprüchlich. Du behalt mal... Ne, send es einmal. Gesendet. Jo. Jetzt nochmal. Speichern. Gu. Im All. Bringt auch noch 7,9. Speichere ich auch mal. Crew Report. Speichern. So. Was sagt unsere Umlaufbahn? Wir haben gleich eine. Senden plus behalten. Wir haben keinen Strom mehr gleich. SAS aus. SAS an. Wir haben gleich eine Umlaufbahn. Wir haben gleich eine Umlaufbahn. SAS Strom aus. Schub aus. Aufholen. Denn an der Apoapsis macht es am meisten Sinn, Schub zu geben. Nichts mehr senden. Ja, stimme ich dem Chat zu. Sehen wir dann, ob die explodieren? Was? Tollpatsch, TV, was meinst du mit den Explodieren? Wer braucht Strom? Da muss der Chat halt mal Hamster spielen. Ja, das klingt doch sehr interessant. Jeder kriegt so ein Paddelfahrrad und dann gib ihm. So, 30 Sekunden, SAS aus. Periapsis. Kurz warten. Aufholen. Schub. SS an. Na komm. Mehr Schub. Und stabile Umlaufbahn. Wenn auch eine sehr eierige und vollkommen schräg und tierisch schräg und überhaupt schräg. Und die Abstände sind nicht gleichmäßig und was weiß ich, aber wir haben verdammten Orbit und Jebediah freut sich in Keks. So, im Orbit, EVA. Dürfte hier nichts passieren und es passiert auch nichts. Das ist schon mal sehr gut. EVA Report. Space above Kerbin Shores. Speichern. Wenn wir jetzt, momentan sind wir anscheinend gerade über der Küste. Auch wenn ich da keine Küste sehe. Aber wenn wir jetzt einfach eine ganze Weile weiterfliegen, mal wegen über der Wüste dann sind und dann immer noch im EVA, kriegen wir dann einen neuen Crew Report? Das wäre interessant. Ja, Strom haben wir keinen, weil wir da draußen sind. SAS aus. So. Also die Goo-Tanks sind nicht benutzt. Warte mal, du. Observe Mystery Goo. 7,9. Speichern. Der ist schon benutzt. Der ist auch schon benutzt. Senden können wir nichts mehr. Crew Report haben wir auch schon, richtig? Ja, haben wir schon. Das heißt, du kannst einen Report für jedes Biom speichern. Oh. Okay. Du wartest mal ganz kurz. Wir schauen jetzt, was noch alles so bei uns auftaucht. Wir fliegen in die Richtung. Also wir kommen über ein Gebirge. Wir kommen über Meer. Wir kommen über die dunkle Seite von Kerbin. Okay, ich warp mal vorwärts. Bis wir über dem Gebirgskamm da sind. So. M. Chibidaya freut sich immer noch, aber der freut sich immer. EVA. EVA Report. Kerbins Highlands. Speichern. Rein. Sehr schön. Also, ich stelle mir gerade Jebediah vor mit einer Kamera in der Hand, der immer Fotos von ihr, seinem Planeten macht. Und das gibt Forschungspunkte. So, nächstes Biom könnte das Wasser sein. Also richtiges Meer und nicht Küste. Also, hier.
M. EVA. EVA Report. Kerbin's Water. Keep Data. Das werden sehr, sehr viele Forschungspunkte. So. Warp, 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 warp. Jetzt hätte ich aber gerne Licht. Müssen wir nur warten, bis wieder Tag ist. Weil ich sehe hier gar nichts. Da ist der Südpol. Oh, da ist eine Wüste. Sehr schön. Die Wüste nehmen wir noch mit und dann soll es auch erstmal reichen. Runter, 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 runter. M. So, der Typ darf jetzt nicht sterben. Der hat so viele Forschungsdaten dabei, das ist nicht mehr feierlich. EVA Report. Kerbin's Mountains. Oh. F-Board. Achso, das hat sich als Gebirge und nicht als Wüste. Okay. Bisschen weiter vielleicht. So, hier. EVA Report. Desert. Speichern. F-Board. So. Also, wir haben jetzt ganz viele Forschungssachen. Das sieht interessant aus. Hm. Also, nicht ablenken lassen. So, du bist drin in deinem Schiff. Wir wollen jetzt landen. Das heißt, wir gehen einfach irgendwo auf Gegenkurs und stürzen kontrolliert ab. Hm, so. SAS an. Ressourcen an. Schub. Periapsis wird immer kleiner, 50.000, 46.000, so, das reicht jetzt schon. Wenn wir jetzt einen Warp machen, werden wir durch die Atmosphäre abgebremst, werden dadurch langsamer, dadurch verringert sich der Orbit, wir werden mehr abgebremst und kommen so relativ sanft runter. In Real Life ist es natürlich noch wesentlich sanfter. Da ist es so, dass man gerade die Atmosphäre anstreicht und dann mehr Warp, mehr Warp. Vierfach. Okay, warte mal. Du aus. Karte. Atmosphäre ab 33.000? Ernsthaft? Der hat doch hier schon Atmosphäre. Okay, dann müssen wir noch mehr gegensteuern. Hilft nichts. So. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht abstürzen können. Oh, Kameradrehung. Eher so 38.000. Eigentlich 60.000. Okay, Chat ist sich ein bisschen uneinig. Aber ich denke, mit der ersten Atmosphärenschicht ist 60.000 gemeint, aber die bremst noch nicht so wirklich ab. Vielleicht. Ja, zumindest die äußerste. Okay. So. Was sagt unsere Umlaufbahn? Unsere Umlaufbahn sagt nicht existent. So. Wop, 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 wop. Und wir landen im Dunkeln. Das finde ich nicht so schön. Ah, doch, könnte noch wieder hell werden. 50.000? Jebediah freut sich, ist okay. 45.000, ja, Atmosphäre geht runter. Zeit, Chat zu lesen. Aerobrake ab 33.000. Aha. Benenne die Kerbals nach deinen Viewern. Kann ich Kerbonauten umbenennen? Klar, das klingt super. Ich gehe mal ein bisschen vom Warp runter. So. Benenne die Kerbals nach deinem Viewer. Es wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, okay. Scheine ich wohl mehrfach überlesen zu haben. 18.000 und das wird nichts mit der hellen Seite. Nee, nicht so ganz. So, 16.000. Drehen wir uns mal SAS aus. Drehen wir uns mal so, dass wir mit der Nase nach, also vom Planeten weg zeigen. So, SAS an, damit wir uns fangen können. So, komm schon, fang dich, du doofes Ding. So, Strom haben wir auch gleich keinen mehr, ist okay. 10.000, das muss noch weiter runter.
Wir müssen stagen. So. Und wir müssen Fallschirm starten und wir müssen euch ausklappen, sobald der Fallschirm aufgefangen wurde. Ja, spielt zu viel und liest zu wenig. Ansichtssache. Und ich brauche unbedingt Licht auf dem Ding, damit ich den Boden sehen kann, weil der Boden könnte schon viel näher dran sein. Lower Legs. So, unter uns explodiert was. Und alles ist gut. Nennen jeden Jebediah. Nein. Nee, 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 nee. Die bleiben schön so, wie es ist. Oh, warte mal, wir sollten alle von denen. Gear. Gear. Aha, so, viel besser. Das wird jetzt eine butterweiche Landung geben. Und dann können wir nochmal eine Bodenprobe nehmen, richtig? Auch wenn wir hier auf ganz normalem Grasland sind, haben wir bisher nur eine Probe davon genommen. Ja. Also, landen, EVA, Bodenprobe nehmen. Flop. Oh. Wir haben keine Leiter. Trotzdem Bodenprobe nehmen. Flop. Oh, wir stehen auf einer Batterie. Flop. Und. Sehr graziös. Du, nicht das Ding umschmeißen. Also, Licht an. Bodenprobe nehmen. Speichern. EVA Report. Speichern. Und versuchen da hochzukommen. Was nicht geht. Stimmt, da war was. Also wir brauchen definitiv Leitern. Und dann das Ding da wegnehmen und da die Leiter hin, dann passt das. Gute. Ich denke, damit sind wir... Ah, Beine einziehen. Kann ich nicht. Das wollte ich letztes Mal schon. Also der Chat meinte gerade, ich sollte die Beine einziehen, das ganze Ding abzusenken und dann reinzugehen und so weiter. Würde auch tierisch Sinn machen, aber es klappt nicht. Wir haben leider keine Fernbedienung für das Ding. Ja. Das heißt, Recover Vessel, wenn ich nichts übersehen habe. Das sind bestimmt 100 Punkte, meint der Chat. Ja, das könnte gut sein. Und Euromind kippt den Scheiß einfach um. Nein, das ist milliardenteures Körbelnauten-Equipment. Mit Duct Tape und allem. Das wird nicht einfach umgeschmissen. Recover. Oh, irgendjemand meint, die Daten wären jetzt weg. Nein! Das ist nicht schön. Oh. Das ist echt nicht schön. Da die ganzen Daten in dem Ding drin waren und wir nicht in dem Ding drin waren, als wir aufgehört haben, sind die Daten weg. Richtig? Ah. Orbiter 1.0. Also wir haben jetzt nur den dummen Körbonauten gerettet. Recover, recover. Oh, Gott sei Dank. Schön viele Forschungspunkte. Dann, und Jebediah wasn't here. Wir können die Flagge recovern? Das wollen wir nicht. Wir können die Flagge fliegen. Das wollen wir auch nicht. Und ja, es gab sehr viele Punkte, Chat. Weg. Das heißt, wir können uns das gute Zeug jetzt holen. Da. So, wir wollen Solarzellen. Oh, wir können uns nur eine Sache holen von den ganz guten Sachen. Okay. Da lasse ich mal den Chat ein bisschen mitentscheiden. Achso. Mich inspirieren. Entscheiden werde immer noch ich. Ich bin primär für die Photovoltaikzellen, damit wir durchgehend Strom haben. Und Licht für bessere Landungen. Alternativ hätten wir eine Leiter und ein Thermometer. Ja. Ein Mikro-Landing-Strut, der abbricht, sobald man gegenpustet. Und ein Small Gear. Winglets. Ein Cockpit für ein Flugzeug. Ein Sondenkopf. Das alte SAS, was jetzt anders heißt.
Halteklammern. Halteklammern wäre noch ganz praktisch. Könnten wir uns aber recht schnell wiederholen, weil die kosten nur 45, die ersten hier. Wäre also zusammen 135. Stahlseile wird geschrien. Stahlseile oder SAS? Solar. Halterung? Fragezeichen. Solar, Leitern? Fragezeichen. Sondenkopf klingt nach Forschung. Nee, der Sondenkopf ist statt einer Kapsel. Das heißt, man schickt dann später keine Körbonauten mehr raus, sondern einfach nur einen Computer, der allerdings durchgehend Strom braucht. Und das Ding ist für die Katz. Wo waren die Stahlseile? Wir haben die Stahlseile noch gar nicht. Ah, doch hier. Ah, wir haben die Stahlseile freigeschaltet. Auf jeden Fall Licht und Strom. Mit dem Thermometer gibt es doch ab jetzt bei allen mehr Forschungspunkte, oder? Fragt Laffler. Bei allen Atmosphärenschichten und im All und so weiter und so weiter. Also ja, bringt auch mehr Forschungspunkte. Aber dafür 90 Punkte investieren ist ein bisschen happig. Deswegen gehe ich mal mit dem Großteil der Gruppe und mit meinem eigenen Gefühl und kaufe die Solarzellen. Und wir haben jetzt 25 Punkte. Das heißt, die nächsten Punkte gehen wahrscheinlich hier rein, damit wir Stahlseile haben. Weil mit Stahlseilen kann man richtig abgefahrene Sachen bauen, die noch einigermaßen stabil sind. Also Stahlseile sind wichtig, Träger sind wichtig und der Tree-Coupler ist auch sehr wichtig. Dann wäre das noch interessant, damit wir noch mehr Forschungspunkte generieren können. Und eine Leiter, damit wir einsteigen können. Damit ich nicht jedes Mal einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich vergesse, dass man die Dinger nachträglich recovern kann. Und was haben wir hier so? Wir haben ein Druckbarometer, ein Telos Mobility Enhancer. Was zur Hölle ist das? Das ist eine ausfahrbare Leiter? Ich glaube schon. Ein Telos LV Bay Mobility Enhancer. Was zur Hölle ist das? Ja. Größere Batterien, ausklappbare Solarzellen, ganz viele ausklappbare Solarzellen. Ja. Was haben wir hier? Minidüsen. RCS-Tanks brauchen wir noch lange nicht, die brauchen wir erst zum Docken. Stack-Decoupler. Nee. Okay, also das können wir ignorieren. Das ist eventuell interessant, aber nicht so wirklich. Das hier ist interessant für mehr Forschungspunkte. Aber ja, alles viel zu teuer. Mein nächstes Ziel ist das Ding da und die beiden hier. Raus. Jetzt wollen wir erstmal wieder basteln. Da. Stopp. Wir wollen nicht basteln, wir wollen rausgehen. Und jetzt eine kleine Community-Aktion machen. Wir gehen jetzt nämlich in die Kantine, schnappen uns Körbonauten und geben den anderen Namen. Ob die wollen oder nicht. Also du, wie übernehme ich dich um? Oh, die kann man nur in der Textdatei umbenennen, oder? Ja, okay, das muss ich dann bis zum nächsten Stream machen. Und warum bist du grau und ihr seid blau? Na gut, ich stelle erstmal ein paar Leute ein. Was haben wir noch? Lutner, Jenga, Jorloff, Erfen, Billy und Melvin. Okay. Sehr doof, kein bisschen mutig. Der wird wahrscheinlich nur am Schreien sein. So, so. Ach, die kriegen jetzt einen Raumanzug. Okay, das macht Sinn. Also hier sind es noch ganz normale Kadetten, hier werden sie in den Raumanzug gestopft. Und schon sind sie kompetenter. Aber da ich mir jetzt den ganzen Chat nicht merken kann, wer hier in der Textdatei später umbenannt werden will, als einer von den fünf Leuten, bitte auf dem YouTube-Kanal unter dem entsprechenden Kerbal Space Program Video dann posten. Raus, hier rein. So, also, wir haben jetzt die da. Photovoltaik-Panels. Wollen wir noch etwas abändern? Also erstmal müssen die irgendwo ran, wo sie auf keinen Fall abreißen.
Also einmal da. Einmal da. Ich hoffe, da kommt Licht ran. So. Oh, das könnte eng werden. Ich glaube, die reißen ab da. Machen wir es einfach an den großen Jungen hier ran. Da. Sieht sehr wüst aus. Und da. Also hat er jetzt nur hier ein Problem. Warte mal. Da. Und da. Sieht ziemlich überladen aus. Ja. Control, nein. Aerodynamik. Leitern hatten wir noch nicht, ne? Nee, wozu Leitern? Also kannst du noch ein bisschen weiter hoch. Also wir haben jetzt auf allen Seiten Solarzellen. Das heißt, er müsste, egal wie rum er gedreht ist, Strom bekommen. Hier fehlt eine. So, einmal rum und noch, nur die zwei können wegkommen. So, ich hoffe mal, 4 Solarzellen reichen. Licht. Licht ist ein gutes Stichwort. Das heißt, wir nehmen... Warte mal, ich nehme die jetzt alle 4 nochmal einzeln weg. Mach sie mit 4er Symmetrie wieder ran, dann kann ich sie leichter bewegen. X, X. So, und Licht, und zwar das Starke. Da. So, jetzt haben wir Bodenbeleuchtung. Okay. Was haben wir noch Neues? Landingsplatz hatten wir schon, das hatten wir schon. Com-Datings hatten wir. Ich glaube, wir sind soweit fertig. Du bist jetzt Orbiter 2.0. Bist gespeichert. Und da Jebediah jetzt schon seine Glanzstunde hatte, ist Bill mal dran. Bill ist ziemlich doof. Okay. Ideen? Was man noch ändern könnte? Kommen mir gerade so keinen Sinn. Das heißt, wir starten einfacher. Das sieht so misslungen aus. zu schwer. Ich denke nicht, dass das zu schwer ist. Hätte jemand Zeit für eine Messe? Nein, Pno, jetzt gerade nicht. So, SAS an. Ressourcen an. Stage only an. Schub. Das Schlackern nervt echt. Warte mal, warum schlackert das? Stehst du jetzt echt aus? Ja, steht auf der mittleren Düse. Das können wir so nicht haben. Revert Flight. Assembly Building. Wir machen jetzt die Booster weiter runter, damit das ganze Ding auf den Boostern steht und nicht auf dem... So. Hier sind die... Kann man das einigermaßen sehen? Da geht gerade da durch. Ich mache es einfach noch einen Ticken runter.